Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe am heutigen Freitag, dem 19. August 2020. Es sollte eine Woche der Entscheidung werden, geworden ist sie es jedoch nicht. Wir sehen, dass sich die amerikanischen Indizes an den wichtigen Kurswiderständen derzeit ein wenig die Zähne ausbeißen, beziehungsweise sich das Ganze ein wenig festgefahren anfühlt. Aber die Entscheidung, sie wird sich wohl auf die kommende Handelswoche vertagen. Denn wir sehen auf keinen Fall einen so großen Impuls, der jetzt schon letztendlich zu einer Entscheidung bzw. dazu geführt hätte, dass man eben sich jetzt schon ein klares Urteil bilden kann. Aber Sie kennen meine Prognose, nämlich ich gehe weiterhin davon aus, dass wir aufgrund der deutlich überkauften Situation des amerikanischen Aktienmarktes eher zu einer Konsolidierung respektive auch Korrektur übergehen dürften und uns von den aktuellen Kurswiderständen eher wieder distanzieren. Denn mit Blick auf den Dow Jones Index, der Abwärtstrend, als auch die 200-Tage, sie bleiben umkämpft, ja, das ist etwas Positives, was man den Bullen nicht absprechen kann, aber der untere Parameterbereich eher zeigt eben ganz klar, die Luft ist und bleibt sehr, sehr dünn. Dann der Blick auf die Technologiebörse Nasdaq. Hier ist eigentlich die Lage mehr oder weniger klar, auch was die Analyse angeht. Ich betonte es bereits mehrfach, 62er Retracement, sprich 13,650. Höher sollte es nicht gehen. Wir haben es noch geschafft, bis zum 100-Wochen-Schnitt knapp vorzudringen. Nächste große Barriere also ebenfalls. Diese Kombination aus den beiden Widerständen ist für mich auch weiterhin eher dazu im Wege, um eine weitere Kursrallye keineswegs hier voranschreiten zu lassen, sondern vielmehr dazu dienend, um den Markt unter Druck zu bringen. Unter Druck gebracht wurde jedoch schon seit einigen Wochen oder besser gesagt Monaten die Aktie von Intel. Das letzte schlechte oder harte Verkaufssignal erfolgte dann auch noch, als man hier unter die Marke von 44 US-Dollar abrutschte. Sie sahen es, von dort aus ging es noch richtig stark bergab. Inzwischen ist die Aktie so deutlich überverkauft, aber man muss natürlich sich durchaus vor Augen führen eben, dass der Markt stark war in den vergangenen Wochen und Monaten, jetzt die Aktie jedoch weiterhin sehr schwach, und das wiederum könnte dazu führen, dass es natürlich auch hier mit Intel und dessen Abwärtsbewegung noch nicht ganz vorüber ist zumindest und es hier noch auf den unteren gleitenden Durchschnitt noch weiter bergab geht, bevor es dann auch mal zu einer durchaus größeren Kurserholung kommen kann. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend mit dem Blick auf den DAX und dessen aktuelle charttechnische Situation sowie ein Update zur laufenden Trading-Idee.